Wenn Sie bei Ihrer Mutter wohnen, wie regeln Sie das, wenn mal ein Mädchen bei Ihnen übernachtet? Na gut, wenn eben dann ein Junge bei Ihnen übernachtet. Eins von beiden wird es doch sein. Ein Mädchen? Wenn wäre es ein Mädchen, klar. Zu Ihrer Information, ich würde gern ausziehen, aber Wohnungen sind teuer. Wir zahlen schon 75 für eine mit einem Schlafzimmer. Einem Schlafzimmer? Und wo schlafen Sie? Sie haben ein Klappbett im Wohnzimmer, richtig? Sie teilen sich das Schlafzimmer mit Ihrer Mutter? Nicht das Bett! Jeder hat sein Bett und dazwischen steht ein großer, breiter Nachttisch. Ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Wir machen doch bloß etwas Konversation.